Andi sagt die Hand an. Und gleichmäßig souveräne Führung. 57,9. 0,5 vor der jetzt zweitbesten Mannschaft aus Ischke. Was für ein Finale, Furioso, hier und heute von der Mannschaft aus dem Pitzland. Aber später mal, drei Mannschaften stehen noch oben. Fieberbrunn, Serfaun und jetzt die Mannschaft aus St. Anselm am Adelberg. Und die Pitztaler freuen sich, sie können sich freuen. Aber jetzt kommt sicher der Angriff aus dem Westen. Und wir schauen, wie sie natürlich mit dem Druck auch umgehen können. Der Alberg, der wird beben, wenn sie heute als Siegermannschaft nach Hause kommen. Aber das ist doch ein hartes Stück Arbeit. Und diese harte Arbeit, die beginnt in dieser jetzigen Sekunde. Richard Mayer und Gidi Gerhard Feller. Sind das die
Partie gestern Abend. Es schaut momentan mal sehr, sehr gut aus für das ING-Bezirksplätter-Team. Aber noch gibt es eine Mannschaft, die kann das Resultat auf den Kopf stellen, Peter. Ja, und hier möchten jetzt die Fans. Ganz kurz nochmals zu Fieberbrot. Die hatten jetzt 29,7, gesamt 59,0 Punkte. Serfaus braucht zumindest diese 29,7 Punkte. Wieder zu dir, Peter. Und du schaltest die Kürze hinauf zum Start. So ist es. Wie wird der Tiroler Demo-Meister 2010 heißen? Wir erfahren es in wenigen Augenblicken. Es ist angerichtet. Für die Skischule Serfaus. Geburtstag feiert. Roman, happy birthday! Happy birthday! Wunderschöne Bilder hier im Hexenkessel. Von der ganzen Dramaturgie und der Aktion nicht.
Fantastisch ist denn alle. Die Leistungen waren hervorragend. Ich habe die ersten zwei Leistungen, das muss man wirklich sagen. Und wir, glaube ich, die Tiroler können wirklich stolz sein, dass wir so fantastische Skifahrer haben. Skischule? Follow me, die wird jetzt alles herrichten für die große Siegerehrung. Schnapp! Ist es sich nicht ausgegangen für Sir Faust, aber...